Moin moin liebe Leute, willkommen zum neuen Part Let's Play Pokémon. Genau, im letzten Part haben wir glücklicherweise die 8. Arena geschafft. An diesen Erfolg wollen wir natürlich auch noch die weitere Story dranhängen. Also sehen wir mal, was wir so machen können, denn der nächste Stop wäre ja der Reihenfolge nach die Pokéliga. Ja, und die werden wir dann wahrscheinlich auch machen. Natürlich, Voraussetzung für jede Pokéliga ist natürlich, dass wir durch die Siegestraße müssen. Und die wird dann wahrscheinlich auch nervig sein, aber... Aber was kommt da schon nochmal? Was, Daniel? Was für eine Überraschung. Du bist also auch auf dem Weg zur Pokéliga, oder? Du bist jetzt auch alle Orden, das ist cool. Daniel, ich werde mich für die Pokéliga aufwärmen, indem ich dich besiege. Also los geht es. Okay, wenn ich ehrlich bin, war ich eigentlich so überhaupt nicht für den Kampf hier vorbereitet. Aber lass mal sehen. Also, Tauros. Level 47. Gegen meinen Gyarados. Okay, das, ist nicht gerade das, was wir haben wollten. Aber mal gucken, ob wir hier irgendwas aus dieser Situation kriegen. Ich glaube, wir sollten hier mal wirklich mal unser, Pico einwerfen. Sollten wir dann ein bisschen einfacheres Spiel haben. Flügelschlag, Bedrohung, ja, okay, passt. Donnerblitz, ah, es kann noch Rutsuki, wow. Und Statik, perfekt, 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 perfekt. Donnerblitz, mal gucken, wie viel es bringt. Towers hält ja relativ viel aus, eigentlich mag ich es immer noch nicht. Aber es reicht, anscheinend. Picos, Donnerblitz. Stark genug, um es hier durchzubekommen. Dann als nächstes Rihorn. Ich muss Rihorn in einem Zug kaputt kriegen, denn sonst könnte sein Rihorn mein Gyarados hier rauswerfen. Und das wollen wir ja nicht. So. Und dann kommt hier mal wieder Surfer. Vierfach effektiv. Zum Glück immerhin etwas. Und Volltreffer. Cool. Ach, wenn alles zusammenkommt, dann hat man eigentlich ein relativ leichtes Spiel. Dann als nächstes Fukano. Gegen Fukano? Nee, gegen Fukano wechsle ich nicht. Er setzt Fukano ein. Meinetwegen wird er später noch zum Arcani. Das ist auch so eine Sache, ne? Das ist auch stark. Aber egal. Dann Surfer. Und dann hätten wir das auch schon erledigt. Wie optimistisch ich hier aber mal so rangehe, ne? Egal. Gyarados. Und das ist Owei. Ja, gegen Owei kommt dann wieder Glurak. Und dann wird er wahrscheinlich dann als Konter dann Turtok einwerfen und danach dann wahrscheinlich dann Kadabra oder Simsala wahrscheinlich. Also kann man wahrscheinlich so rausdenken, weil Pokémon ja immer so versucht, die Schwächen von deinen Pokémon ja auszumerzen. Kann man so auf jeden Fall gut voraussehen. Also passt das wahrscheinlich schon. Aber wir wollen ja nicht voreilig sein. Gucken erstmal, ob meine These überhaupt stimmt. Ja, und die These scheint zu stimmen. Und ja. Da geht es. Pico. So, Turtok. Gegen Pico. Oh, und es ist 10 Level stärker als Pico. Oh Gott, das ist unglaublich. Unglaublicher Scheiß. Wie stark trainiert er die denn? Mann, es kann auch Aquaknarre. Seht es euch an, es kann auch Aquaknarre. Und ich glaube, dass es auch schon mit Pico jetzt gelaufen ist, dadurch, dass ich gerade nicht gewechselt habe. Ah, Statik. Ach, Entschuldigung, Paralyse und yay. Ah, Atemluft. Zeit zum Atmen hier. Durchatmen, denn wir haben es jetzt gekriegt, das Turtok. Und dann merkt man, dass unser Team eigentlich relativ schwach ist. Teilweise stark. Ich war letzte Arena aber ein bisschen zu faul. Das verzerrt eigentlich schon ziemlich viel. Und da ist jetzt Simsala. So, was setzt sich eigentlich gegen Simsala ein? Das ist ja hier so eine Sache, ne? Denn explizit dagegen habe ich nämlich nichts. Ich muss dagegen wohl hier Glurak wieder einwerfen. Ich habe natürlich Gyarados und Biss, aber Biss, habt ihr ja gemerkt, ne? Ist erstaunlich schwach hier im Spiel. Also, ich kenne es noch ein bisschen stärker. Stärke ist ja eigentlich auch gleich geblieben, ne? Aber weshalb auch immer ist alles so halb verändert worden. Und glücklicherweise konnten wir Gedanken gut, indem wir einfach fliegen.
Weil Fliegen ja physisch Schaden macht und das sollte dann auch eigentlich auch ein bisschen reinhauen. So, also dann sind wir sogar schneller als unser Glurak. Das auch, darüber sollten wir uns eigentlich auch mal Gedanken machen. Und Aussetzer. Puh, zum Glück geht das daneben, Mann. Und da setzt wieder Aussetzer ein. Wie oft will er eigentlich noch unser Pokémon aussetzen lassen? Oder halt die Attacke aussetzen lassen, denn das bringt nämlich nichts. 1800. Und unser Team muss noch stärker werden. Unser Team muss noch stärker werden. Was? Das war ein gutes Aufwärmtraining. Ich bin gut auf die Pokéliga vorbereitet. Daniel, auch wenn du gewonnen hast, musst du mehr trainieren. Ich glaube, du bist dir dessen bewusst. Bis dann. So. Das bedeutet für uns erstmal einen Besuch im Pokémon Center und ich muss trainieren. So. Ich muss trainieren. Das war. Siegestraße ist ja auch meiner Meinung nach ein richtig guter Trainingsplatz. Kann man ja auch richtig viel rausholen. Und ich muss dann noch irgendwas gegen Psycho holen. Entweder irgendwas Käfermäßiges oder Unlicht oder Geist. Ah, wovon ich eigentlich eher zu Unlicht tendiere, weil die Psycho-Pokémon hier ja noch keinen Fokusstoß können. Weil die Attacke kam, glaube ich, erst in der vierten Generation. Ah, egal. Gucken wir einfach mal, was wir so in der TM-Box eigentlich haben. Die ist weiter oben, ne? Ja, VM und TM-Box. So, was haben wir hier eigentlich alles? Power Punch. Toxin, ebenfalls eine gute Attacke. Blizzard haben wir noch. Ringtanz, Gigasauge, Solarstrahl, Erdbeben. Schaufler, Psychokinese, Durchbruch. Ah, Durchbruch hatten wir hier noch, ne? Schockwelle und Feuersturm. Felsgrab, Aeroass. Na, ich guck mal, wie ich es beibringen kann. Dictri kann Aeroass. Oh Gott, wer es glaubt, wird selig. Geheimpower, auch eine gute Attacke. Stahlflügel, ja. Wär gleich was für Glurak, oder? Na, ich weiß nicht. Obwohl, doch. Ja, doch. Wir werden sowieso nur einmal durchspielen, also werden wir hier mal Glurak Stahlflügel beibringen. Für Flügelschlag natürlich. Flügel gegen Flügel, ja? Kentucky Fried Chicken gegen Kentucky Fried Chicken. Und Maschine bereit. Und blub, peng! Tschitter! Stahlflügel. So, am Aeroass benutze ich erstmal noch eine Schockwelle. Na, könnte ich. Na, ich weiß nicht. Durchbruch, gucken wir mal. Wer kann das. Oh, es können sehr viele. Dann würde ich bei Durchbruch eher zu Pico tendieren. Ich weiß es nicht. Ja, ich würde zu Pico tendieren, aber jetzt noch nicht, denn dann müssen wir erstmal noch was machen. Und zwar. Boah. Na, Gott. Müssen wir dann hier erstmal nach Fuxania City. Denn dann statte ich hier dann jemanden einen Besuch ab. Entweder war es das Haus oder das Haus daneben. Ja, ich glaube, es war das Haus. Oh ja, ich bin ein Attackenverlerner. Ich sorge dafür, dass die Attacken dass die Pokémon ihre Attacken vergessen, nicht andersrum. Andersrum wäre es auch ein bisschen sinnlos. Möchtest du, dass ich dir helfe, welches Pokémon so eine Attacke vergessen? Dann machen wir das nämlich so, dass Stärke umverlernt wird. Von Pico zu Relaxo. Weil, naja, Stärke braucht Pico dann eigentlich auch nicht so wirklich. Kann ich da einfach irgendeine andere Attacke beibringen? Das klappt ja doch perfekt. Pico hat Stärke komplett vergessen. So. Man merkt auch schon, ich bin hier heiß eingestimmt auf die Pokémon-Liga. Dann haben wir hier Durchbruch und das bringen wir jetzt einfach Pico bei. Maschine bereit und. Peng! Erlernt. So, dann haben wir hier dann oben da ja noch Stärke. Kommt dann für Relaxo. Dann, Kopfnuss. Und Kopfnuss vergessen und jetzt Maschine bereit. Zum Glück legt das Ding auch immer am Kopf an. Sonst würde es nicht ein bisschen komisch wirken, wenn die CD am Bauch anlegen würde. Aber egal, bestimmt schon alles. Und dann ab, wieder zurück nach Metroid City. So. Ich stimme auch mal jetzt mal an, dass ich wahrscheinlich diesen Part mit einem anderen Schnittprogramm schneiden werde. Einfach so, und dann wird das Bild wahrscheinlich dann so voll ausgelegt sein.
Aber egal, das ist nur hier so kurz angeschnitten. Ich weiß noch nicht, das ist auch erst ein Testlauf. Ja, ich guck dann mal, wie das Ganze an sich so ausgehen wird. So, dann werde ich mal Hypno an erste Stelle legen. Ich muss Pokémon ranziehen, ja. Das ist unglaublich wichtig momentan, dass ich die Pokémon ranziehe. Halt ranführe, muss ich dann wohl eher sagen. Ranziehen hört sich nicht so ein bisschen eigenartig an. Also ich muss die Pokémon hier so langsam ranführen. Und was steht denn da auf dem Schild? Pokémon Liga, Haupteingang. Also man kann natürlich jetzt auch denken, wie ein Schild, dass das hier schon die Pokémon Liga ist, aber nein. Oh, du trägst eine Felsorden, du darfst weitergehen. Also ja, die obligatorische Ordenkontrolle. Route 23 mit dieser epischen Musik. Du darfst nur passieren, wenn du bereits den Quellorden hast. Wunderbar, du trägst den Quellorden. Okay, setze deinen Weg fort. Du darfst nur passieren, wenn du bereits den Donnerorden hast. Wunderbar, du trägst den Donnerorden. Okay, setze deinen Weg fort. Und dann bist du jetzt hier durch. Das ist jetzt hier durch. Du darfst nur passieren, wenn du den Farborden hast. Wunderbar, du trägst den Farborden. Okay, setze deinen Weg fort. Und da müssen wir jetzt surfen. Cool. So, du darfst super stehen, wenn du den Seelenorden hast. Wunderbar, du trägst den Seelenorden. Okay, setze deinen Weg fort. Da oben geht's, glaube ich, lang. Ja, ich möchte Surfer einsetzen. Du darfst super stehen, wenn du bereits den Sumpforden hast. Wunderbar, du trägst den Sumpforden. Okay, setze deinen Weg fort. Und, ey, hohes Gras. Wildes Gras. Was soll wildes Gras sein? Ich weiß nicht, was wildes Gras ist. Ah, Level 34er Mankey. Cool. Und Psychokinese. Setze aber mal an dieser Stelle ein, weil ich euch reinhauen, hoffentlich. Und es tut's auch. Immerhin etwas. Yo, cool. Dann, und Level Up Hypno. Level 38. Auf was ich eigentlich in der Pokéliga dann hoffe, sind eigentlich so Weiterentwicklungen. Die bringen ja obligatorisch, die bringen ja halt so von sich aus ja mehr. Du darfst super schön, wenn du den Vulkanorden hast. Wunderbar, du trägst den Vulkanorden. Vulkanorden, okay, setz deinen Weg fort. Ja, dann, ja, da ist, geht's leider nicht weiter. Mann, Havi sagt, man, kann ich mal Weiterentwicklungen kommen, die Weiterentwicklungen bringen mehr. So, Kopfnuss und zack. Was, reicht nicht? Wow, ich hätte eigentlich eher gedacht, dass es reichen würde, aber nee, anscheinend nicht. Kopfnuss, jetzt reicht es aber. Hypno. Ich halte ja von Hypno irgendwie ein bisschen viel. Ja. Du darfst nur verstehen, wenn du den Erdorden hast. Wunderbar, du trägst den Erdorden. Okay. Okay, ich setze deinen Weg fort. Ja, dann tun wir es auch mal. Und? Siegestraße, Pokémon Liga. Da gehen wir mal rein. Let's go. Ich weiß nicht, braucht man hier für Blitz? Ich bin mir nicht mal ganz so sicher. Und gleich schon mal der erste wilde Kampf gegen Onix. Ich spüre das selber ein bisschen fort, ja? Also ich kommentiere das eben noch live, ne? Aber ich spüre es sich aber mal so ein bisschen fort. Und da haben wir Onix besiegt. Jau. Aber weil ich es nicht fangen muss, ja? Und gucken wir nach. Ne, man kann es nur von oben schieben, okay. Wir müssen rechts lang. Und Zubat. Und ja. Okay, bringt auch nicht so viel. Okay, ich sollte mich wirklich nur gegen Onyxe oder Weiterentwicklung anlegen. Und Macholo, auch noch zu schwach. Und, ist das ein Teleporter? Achso, ja, wir müssen, glaube ich, den Stein darüber schieben, oder? Ja. Solche Druckschalter ist alles ja, ne? Also, machen wir es auch mal. Ein Pokémon kann diesen Felsenbereich bewegen. Möchtest du stärker einsetzen? Ja, natürlich. Und dann, ja. Okay, sieht ein bisschen eigenartig aus. Das Ganze ein bisschen vorspult. Oh, wieder ein Onix. Und, oi. So. Ja, wir müssen noch überlegen, wie wir den Stein da hinschieben, ne? Aber zuerst heile ich erstmal hier mein Hypno. So. Dann, wie stehen wir denn rein? Da oben, glaube ich, lang, ja? Ja. Also, wir müssen dann hier so. So. So.
und dann einfach, wenn wir da rankommen würden, dann einfach da oben nochmal einschieben, ja? Hört sich schon an, als würden wir über Sport reden oder so. Und ja, da haben wir das Ganze. Und dann ist da auch die Passage frei geworden. Oh, ein Golbat. Setz Horrorblick ein. Und wir nehmen es nicht One-Hit. Ich habe mir ja mit dem One-Hit gerechnet. Und unser. Und das macht sich. Oh, na, no, was? Es reicht immer noch nicht. Yeah, das war enttäuschend hier. Sehr, sehr. Ah, es kann nicht ausgetauscht werden. Und ich hasse es wie bei Emulator hier, weil der Ton manchmal so ab. Total ab. Kackt. Aber okay. Ich habe mir eigentlich mehr erwartet von Kopfnuss, aber es war enttäuschend. Muss man so sagen. Und jetzt ist es ein Macholo. So. Und eine Trainerin. Die meiden wir erstmal. Welche soll ich dann im Nachhinein oder so noch machen? Keine Ahnung. Muss ich noch sehen. Und. Okay. Haben wir wieder mal einen Onix besiegt. Oh Gott, noch ein wildes. Oh, ein Knogger. Ein Knogger, das müssen wir überlegen. Ja, das fange ich. Das werde ich fangen. Das werde ich nämlich fangen und damit werde ich dann wahrscheinlich unser uns lang dienendes Dicktrier wahrscheinlich ersetzen. Ja, ich werde es dann wahrscheinlich mit diesem Knogger dann wahrscheinlich ersetzen, weil Knogger hat irgendwie doch schon bessere Werte und ist auch vom Level her stärker. Ja, natürlich werde ich einen Spitznamen geben. Jetzt nochmal so einen ganz, ganz enthusiastischen Spitznamen geben. Und zwar Knoche. Nein, mach das richtig. Knochen. Oder Knochen. Knochnina. Egal. So, dann Item. Oh, ne. So, diese Entscheidung, du musst zweimal kommen. Was nehme ich mal? Ich nehme unten. Sonderbonbon. So, man muss zweimal kommen, um das zu erreichen. Bla 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 bla. Ah, Bock. Es reicht nicht. Oh Mann. So, ja. Dann ist das da wahrscheinlich auch gleichzeitig das Ende von diesem Part. Ich werde wahrscheinlich die Siegestraße im nächsten Part dann wahrscheinlich fortführen. Und hoffe euch dann dort mal wieder zu sehen. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Ich begebe mich nochmal kurz aus der Siegestraße raus. Fliege wahrscheinlich wieder nach Vitania City. Team ein bisschen umtauschen, alles drum und dran, ne? Das normale eben. Wenn uns das hier mal flüchten lassen würde. So, Garados. Surfer und weg ist es. So, dann hauen wir erstmal aus der Siegestraße ab. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein. Bis dann. Macht's gut und ciao.